Hennstedt-Ulzburg. Kaum einer weiß, was hier Epochales vor 10 Jahren begann. Nämlich die Steinhanse, eine der größten, die größte norddeutsche Institution unter den Ausstellungen. Und ja, so sah es jetzt am 7.9.2024 aus. So sah das T-Shirt 2014 aus. Und zum Jubiläum ist man jetzt tatsächlich an den Anfang einmalig wahrscheinlich erstmal zurückgekehrt, weil die Räumlichkeiten doch noch viel kleiner natürlich waren als das, was man in Kaltenkirchen dann in den Jahren drauf quasi an großen Hallen oder eine große Halle gefüllt bekommen hat und bekommt. Wir befinden uns nämlich im Gemeindezentrum der Erlöserkirche und eine kleine, aber feine Ausstellung wurde an einem Tag mit kostenlosem Eintritt dort dann zelebriert. Eigentlich eher ein Fest, glaube ich, für alle, die Weggefährten oder eben heutige noch Betreiber der Steinhanse sind und einfach ein großes, man trifft sich mal wieder, stell dich ein und Austausch, wie war es denn so in den letzten 10 Jahren? Aber auch für den unbedarften Zuschauer gab es einiges zu sehen, wie zum Beispiel diese mittelgroßen Minifiguren, zum Beispiel auch im Römerkleid. Auch mal eine Art, dass dieses Set etwas umgebaut wird. Wir sahen Häuser und wir werden auch gleich sehen, natürlich der Klassiker einer solchen Ausstellung darf nicht fehlen, nämlich die große Eisenbahn mit der Stadt in der Mitte. Und wer das Ganze sich lieber nochmal mit einer VR-Brille übrigens ansehen will, es wird in den nächsten Tagen dann auch eine Version geben, die ich mit meiner Canon R5 Dual Fisheye Objektiv in 8K 3D aufgenommen habe. Und dann kann man das gut mit der Meta Quest 3, 2 oder auch mit einer Apple Vision Pro und sich angucken. Aber das ist ein Thema dann eines anderen Videos. Was noch ganz lustig war übrigens, parallel, das war nicht vorher bekannt, ist dann in der Kirche, die ja direkt daneben ist, eine Trauung erfolgt, beziehungsweise sollte eine Hochzeit dort stattfinden. Hier übrigens fand ich ganz schön Asterix und Obelix und Mensch, ja, Hamburg ohne Udo, nicht? Wir sind ja im Speckgürtel von Udo, wollte ich schon sagen. Na gut, ich kann ja schneiden, wie gut. Im Speckgürtel von Hamburg und da ja, darf natürlich Udo nicht fehlen. Übrigens, bevor ich gleich jetzt meine Geschichte weiter fortführe mit der Hochzeit, hier diese Figuren fand ich auch cool. Die so in richtig großem Maßstab das Noppige eingebaut haben. Also es ist natürlich auch noch größer als Duplo zum Beispiel und so. Also einfach groß gezogen und gebaut, indem man dann diese Rundfliesen darauf setzt und schon ergeben sich schöne Noppenstrukturen. Das fand ich cool. Also es sieht wirklich wie, Papi, ich habe mein Lego vergrößert. Und zwar jetzt nicht nur durch Kauf weiterer Sets. Wo war ich stehen geblieben? Genau, bei der Hochzeit. Und da wurde dann eilig, soweit ich es noch mitbekommen habe, schnell ein Blumenstrauß zusammengebaut, den man dann dem Hochzeitspaar wohl zukommen lassen wollte. Da war ich dann schon nicht mehr dabei. Ich hoffe mal, sie haben ihn nicht nur geworfen. Das könnte sonst eine Beule gegeben haben. Erwähnte ich schon, dass es dort auch wieder eine Stadt gibt. Beziehungsweise es gab erstmal einen Ausschnitt aus einer Stadt. Das heißt, man hatte die Chance, dort wirklich lange sich kleine Wimmelbilder anzugucken. Mal gucken, mal, Döner, ne? Das ist etwas, das hat Lego bisher, glaube ich, vermieden. Gibt es einen Dönerladen bei Lego? Ich glaube, bei Playmobil gibt es einen, aber hier noch nicht. Mit so einem Wässerchen davor, ein Schiffchen, ne? Also schöne Stadtteile, die hier dann auch ausgestellt wurden. Und zwar für mich als Filmer und als Zuschauer angenehm leer. Aber ich kann mir vorstellen, dass von den Organisatoren dann doch noch ein bisschen mehr erwartet wurde. Vielleicht wurde es ja auch noch voller. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, man hat nicht viel Werbung gemacht. Bewusst, wurde mir gesagt, um es eben auch klein und intim zu halten und auch diese viel kleineren Räumlichkeiten nicht an ihre Grenzen zu bringen. Schöne kleine Autos übrigens, wo wir gerade bei klein sind, die hier auch in einem interessanten Maßstab und ohne Sticker, wenn ich es richtig sehe, trotzdem sehr wirkungsvoll gestaltet sind. Insbesondere auch der DeLorean hier. Der gefällt mir wirklich gut. Und man erkennt es, wie gesagt, völlig ohne Sticker. Fällt gar nicht auf, dass da gar keine Sticker dran sind. Lego wäre vielleicht auch mal eine Idee. Na gut, da hinten ist dann doch was Bedrucktes. Aber naja, irgendwas ist ja immer. Und was immer ist, nämlich einmal im Jahr, ist ja die große Steinhanse in Kaltenkirchen. Ich berichte ja dann auch immer regelmäßig von. Und das ist eine große Halle, teilweise mit kleineren Räumen drumherum, noch eine kleine Halle inzwischen, die da auch noch zugehört. Und da ist richtig Remi Demi. Also erstmal geben sie schon die Fernsehteams, weiß ich dann, jedes Jahr noch die Klinke in die Hand. Und danach wird es dann auch für den Zuschauer
gut gefüllt, aber immer so, dass man schön auch noch viel sehen kann und dass man auch noch ein bisschen bauen kann. Es wird auch auf Kreativität gesetzt. Also ich finde, die Steinhanse ist für das, was sie da für ein paar wenige Euro bietet, immer eine ganz großartige Geschichte, wie natürlich auch alle anderen großen Ausstellungen, die wir in Deutschland haben. Nun ist es für mich als Norddeutscher natürlich eine Besonderheit, dass es gerade diese norddeutsche Ausstellung ist, die ich hier regelmäßig mit wenig Aufwand besuchen kann und dadurch auch die Leute dort inzwischen auch einige näher kennenlernen durfte. Ja, das kann ich nur empfehlen. Also ich gehe mal davon aus, dass die nächste dann auch wieder im Frühjahr stattfindet, während hier übrigens gerade die Ghostbusters das Haus von hinten stürmen. Inzwischen ist die Steinhanse ja nicht nur die Steinhanse, sondern da gehören auch Steineland, Harz und Heide dazu und Baltic Hanse Bricks. Außerdem gibt es eben nicht nur die Ausstellung in Kaltenkirchen, sondern immer wieder auch an ganz verschiedenen Orten, mal ab Ausprägungen bzw. Ableger, bis hin, glaube ich, auf Insel schon. Ich glaube, nicht auch auf Sylt, glaube ich, und so. Oder auch im Citypark in Lübeck und. Also viel Steinhanse in Norddeutschland, inklusive auch Niedersachsen zum Beispiel. Ja, jetzt sind wir bei der großen Stadt mit diesem schönen See in der Mitte. Diesen Springbrunnen, den finde ich schön. Also erst recht auch die Schwäne dazu, die kleinen Entlein links. Ach Mensch, das ist aber auch süß. Ein Pärchen rechts, hinten jemand auf der Bank. Ja, wem das bekannt vorkommt, es gab es auch schon tatsächlich im April auf der Steinhanse in diesem Jahr. Aber Herrgott, wie gesagt, klein, das ist eben, hat auch eine besondere Idee ja auch, dieses Event. Und das finde ich schön, dass man hier in aller Entspanntheit und Ruhe, ohne Gestränge, sich das Ganze auch nochmal angucken konnte. Auch diesen Spielplatz hier. Man achte allein schon hier mit diesen gefliesten, beziehungsweise in diesem Fall ja mit Steinen belegten Weg. Wir haben eine Schaukel und. Und was die Steinhanse, finde ich, auch immer auszeichnet, es ist ja ein sehr familiäres Ereignis immer. Also das sind ja alles keine Profis oder großteils keine Profis, sondern Enthusiasten, die ihre eigenen Kreationen dort dann in ehrenamtlicher Tätigkeit dann präsentieren. Und da gehören eben nicht nur die Älteren von uns dazu, sondern in der Regel werden ja die Kinder dann auch mitgeschnackt, im Sinne von positiv dazu gebracht, ihre eigenen Sachen auch auszustellen. Und das war auch hier wieder so. Also es war gegenüber Generationen, die hier dann ihre Werke ausgestellt haben. Und das macht, glaube ich, auch den Reiz aus, dass da ja über ganz verschiedene Stile natürlich dann sowas auch hier ihre seine Wirkung entfaltet. Ein sehr schöner, großer, also natürlich eigentlich für Lego-Verhältnisse riesiger Bahnhof mit Dach sogar und einigen Vögelchen und natürlich eine Solaranlage drauf, beziehungsweise Kollektoren zum wahrscheinlich Strom erzeugen. Und die Eisenbahn fuhren aber auch. Da kann sich die Deutsche Bahn aber auch mal was abgucken. An dem 7.9. war es auch noch brütend heiß. Und sie fuhr trotzdem. Ja, das soll mal die echte Bahn nachmachen. Und auch in alter Variante. Also wir haben nicht nur die neue, die hier ihre Kurven drehte, das sehen wir unten, sondern auch die alten, mit auch den alten Fernbedienungen. Und wie wir hier schon mal sehen, auch tatsächlich altes Lego mit dem Shell-Zeichen noch drauf. Also ja, die Älteren im wahrsten Sinne des Wortes erinnern sich noch dann an sowas hier. Und das hat sich auch bei den Zügen dann weiter durchgezogen. Wir werden gleich sehen, einige Waggons, die dann auch nicht nur alt sind, sondern auch schon, wie mir berichtet wurde, 2014 ihren Weg auf das metallische Geläuf gefunden haben. Da ist diese alte Fernbedienung hier noch. Wurde noch der Strom in die Schiene geschickt. Glaube ich doch, ne? Das war das doch, glaube ich, noch. Ja, schön ein paar Impressionen. Auch hier viel zu gucken, viele kleine Geschichtchen. Da sehen wir zum Beispiel Baltic Hanse Bricks, hat sich auch seine Minifigur dahingestellt. Ja, und alles, was Lego oder eben auch der Mocker so an Möglichkeiten gerade so findet. Ja, da ist ordentlich was los. Mit Anstehen auch. Wir haben Kaffee, wir haben Fisch, wir haben nicht nur Döner, wie wir vorhin sahen. Und eine schöne Häuserfassade. Eine wirklich, das wird es von Lego leider in dieser Größe nie geben, weil einfach nicht bezahlbar. Aber trotzdem schön. Ordentlich was auf der Straße los, das ist dann wieder relativ realistisch. Und die alten, das sind noch die alten Straßenplatten. Also nicht dieser neumodische Kram jetzt von City seit ein paar Jahren, sondern noch die guten alten Platten von früher. Und da sind sie, die Waggons. Da 1970, 73 und das war wohl auch schon auf der ersten Steinhanse tatsächlich dort Thema. Ja, siehste, kommen sie alle wieder und haben wir dann ein bisschen Nostalgie auch dabei.
Na, da kannst du gucken, moderner Schnellzug. Jo, natürlich, keine Steinhanse ohne einen Todesstern in etwas anderer Form. Und so auch hier wieder 1001 Nacht lässt grüßen und Yoda nimmt sich noch ein Bad. Sieht man hier auch, oder? War das Yoda? Nee, das ist irgendeiner mit Helm. Na gut. Und ja, mal so ein ganzer, so eine ganze Flasche voll mit goldenen Bananen. Ich weiß nicht, ob man da mal schätzen sollte, wie viel da drin ist. Wäre auf jeden Fall ein Gag gewesen. Das kenne ich sonst immer nur von Erbsen. Aber okay. Dann haben wir hier einen Technik-Eiswagen, der nachher umfunktioniert wurde als Spender für so kleine Bonbons. Da war ich schon durch, leider. Ja, mit etwas anderen Fahrern. Schön die Eistüte drauf. Und das mit Technik. Das wäre mal ein bisschen anderer Wagen von Lego. Muss doch nicht immer nur das Gleiche sein. Oder mal wieder ein richtig schöner Feuerwehrwagen mit Fernsteuerung, so wie er hier dann durch die Gegend kurfte. Und wir werden gleich sehen, das war nicht nur der eine Feuerwehrwagen, der sich hier irgendwie auf dem Flur dann gütlich tat, sondern das war eine ganze Armada davon. Ja, bitte nicht drauftreten, Vorsicht. Vorher allerdings noch ein Blick auf ein wirklich großes Steinelager. Naja, ist jetzt nicht Lego Masters, aber bietet Möglichkeiten zum Kreativwerden. Das war im ersten Stock. Da war noch alles geordnet. Das hat sich wahrscheinlich über den Tag dann doch noch ein bisschen mehr verteilt, inklusive Möglichkeiten, sich da hinzusetzen. Ja, und dann hatten wir noch die Möglichkeit, dort auch selber mit Technik ein bisschen rumzubaggern, rumzufahren, rumzuschaufeln. Ja, da konnte man ein paar Bricks durch die Gegend kurven lassen. Ja, jetzt geht's runter. Und das war vor allem für Kinder, habe ich gesehen, ein großer Spaß, dass die das dann selber ein bisschen ausprobieren konnten. Hatte ich erwähnt, dass noch einige Feuerwehrwagen kommen? Ja, da sind sie. Mit Leitern, große Leitern und alles in Technik. Und wie wir gerade eben sahen, durchaus auch funktionierender Technik, die da drin ist. Und ordentlich was an Equipment. Sowas von Lego wäre doch auch nochmal cool. Also wirklich so ein richtig großer Feuerwehrwagen mit viel Realismus und fahrbar. Das hätte doch was. Hier sieht man, es geht. Zumindest theoretisch. Also, ja. Was ist das für ein Zelt? Ja, gucken wir mal. Sieht aus wie ein Generator, der nicht nass werden darf. Oder das ist der Grill für die Würstchen nach getaner Arbeit. Man weiß es nicht genau. Ja, ich tippe auf Ersteres übrigens. Jo, also, erwähnte ich schon, viele, viele Feuerwehrwagen. Ja, da, sie haben ja auch mal eine Ausstellung im Feuerwehrmuseum gehabt. Ja. Das weiß ich noch. Das war kurz vor Corona. War auch eine sehr schöne Ausstellung. Mit natürlich auch Feuerwehrwagen. Man vermutet es ja richtig. Jo, so, da wird noch ein bisschen gebaggert. Und damit sind wir durch mit dem kleinen Durchgang und Rundgang. Und von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zum 10-Jährigen. Und ich freue mich auf weitere 10 Jahre und weitere Dekaden. Und für mich ist es immer ein großes Fest, wenn wieder es heißt in meinem Kalender: Bald ist Steinhanse. Großartig, was ihr da hier im Norden auf die Beine gestellt habt. Vielen Dank und tschüss.